Freiheit. Wo ist jetzt mein komischer Turm dort? Genau da, wo ich hingucke, immer geradeaus. Fleisch. Die hab ich mal. Die Türme erstrecken sich vom Gestern in das Morgen. Ich lebe in diesen Steinen fort. Dann schnappen wir uns jetzt nochmal eben die Hauptbestie. Warte mal. Wo ist jemand? Der ist zu weit. Ist ja gleich, wo ich bin. Über mir. Tja, den kann er ja. Bestimmt so ein richtig cooles Metal-Bild. So ein Ding. So weit ist es. Oh. Will ich eine Gruppe aus Jägern leiten? Warum solltest du das tun? Dann können sie mir sagen, wie ich meine Waffen. Wir sind dir überlegen. Das glaube ich nicht. Gib deinen Verstand auf. Das glaube ich nicht, dass die überlegen sind. Haben wir jetzt eigentlich alle? So, da oben ist auch noch so ein Ding. Ah, es ist auf der anderen Seite. Nanichir, Gelaia Mordor. Schon ganz schön geil. Was auch immer es war, es hat wohl Angst vor mir. Da müssen wir uns woanders nach einem Kampf umsehen. Ich muss ja meinen. Trinken. Mein Verstand spielt mir Streichchen. Wenn es wiederkommt, töten wir es. Das sind aber auch immer ganz schön. Gelaufen? Ich bin einem dieser geflohenen Menschen. Da ist noch so ein Artefakt. Da ist noch mal. Oh, bin ich dort vorbeigelaufen oder? Oh, Quest. Dahergejagt. Komm her. Komm, Pushy, Pushy.
froh, dass wir den Hauptmann los sind. So ein nutzloser Haufen Schrack. In der Tat. Winsler und Jammerer, du Stück Schrack. Danke, Waldläufer. Danke, Waldläufer. Shit, Mann. Echt jetzt? Shit. Der macht mich jetzt echt fertig, ey. Hier ist irgendwo eine Pflanze. Ist die Pflanze? Seine Kumpels gerufen. Was? Gott, Mann, das ist aber auch immer aufregend. Wenn man sein Schwert in etwas Lebendiges stößt, dann sollte man langsam. Hey, hüpf mir rüber. Okay. Warum kommst du nicht her, Waldläufer? Lass dich los, du hast Angst. Bis jetzt geht es recht flockig durch, das Spiel. Das ist schon mal ganz geil. Ich mach mich nicht komplett zum Löffel. Waldläufer! Komm näher, wenn du die schwarze Hand suchst. Diese Sklaven flüstern nichts als Lügen in dein Ohr. Oh, doch wenn du mich befreist, wird Ragnar dir alles verraten. Was solltest du wissen, was all diese toten Orks nicht wussten? Tu es doch, du Mistkerl! Tu es! Ich sterbe und du erfährst nichts! Vielleicht erfülle ich dir diese Bitte. Beende dein erbärmliches Leben. Nein. War nur Spaß. Oh, diese Sklaven sind machtlos gegen die Ork-Armee. Ihr Plan stinkt wie ein fauliger Fisch. Doch Redback kann nicht die Tricks der Orks lehren.
Ding. Wir finden schon raus, was du weißt. Der sieht ganz schön übel aus. Kann man Hauptmänner verhören? Kann durch Todesstöße vom Rücktritt einer Bestien sofort getötet werden. Das hab ich, jo. Fernangriff, okay. Heftig. Problem, Waldläufer, sind die Häuptlinge. Sie sind starke Anführer. Wenn ihnen nun etwas zustoßen sollte, dann könnten sie deinen kleinen Aufstand nicht niederschlagen, nicht wahr? Ich werde sie schon finden. Wie? Sie sind hier nicht gerade sehr geschätzt. Und das wissen die. Und du kannst sie finden? Oh ja. Redback wird dir den Weg zeigen. Du hilfst mir. Ich helfe dir. Lass mich das hier nicht bereuen. Fabelhaft. Wir haben jetzt genug getrödelt. Zuerst muss ich mich um einen gewissen Hauptmann kümmern. Und um ein paar Karagor. Komm mit mir, Waldläufer. Ui, ui. Du kannst ihnen nicht trauen. Die Sklaven fallen dir in den Rücken. Uruks stechen dir wenigstens in den Bauch oder in den Hals. Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Jemand wie Redback. Also hat Goroth das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. Hast du dich befreit, Abschaum? Es ist der Tag. Du kannst uns nicht töten. Oh. Bin ich ja mal gespannt. Fang den Waldläufer, nicht mich! Er ist ein einfaches Ziel. Sein Schild ist gebrochen. Vergesst den Abschaum und stellt euch mir, Uros! Ah, gut, der ist weg. Scheiße. Nicht mich! Das Fleisch des Waldläufers ist viel zarter! Sehr gut, Waldläufer. Nun stell dir die ganzen Leichen als Goroth vor. Stell dir dein Ziel vor. Goroth will Redback schon lange ans Leder. Er ist ein dummes Stück Dreck. Wir bekriegen uns schon seit Redback denken kann. Aber Redback gewinnt nie. Letztens hat er Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Goroth bösen. Ich hab auch gelacht. Dieser Drecksack wird bösen.
Novgorod hält sich Karagor in Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. Gorod ist immer da drin. Geht nie raus. Nie. Ich frag mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das erklärt den Gestank. Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Guter Plan. Du tötest, ich warte. Das ist militärisches Genie. Hauptmann Gorod ist erfahren. Die Vorfreude macht mich ganz sabberig. Der Sabber der Rache. Shit. Das Schlimmste an diesen Bleichhäuten ist, dass sie sich immer müde stellen, die faulen Säcke. Hab ein paar beim Straßenbau eingesetzt. Moment! Nach nur 10 Stunden ich bin ich an mir umzufallen. Wäre ich dort gewesen, hätte ich sie schon zurechtgeschossen. Ich stutze ihnen höchstens die Köpfe. Dann strengt sich der Rest wenigstens mehr an. Na komm, guck. Wo warst du vorhin? Eine Leiche! Hast du irgendwas Gutes gefunden? Ein paar Artefakte. Hätten vielleicht mehr gefunden, wenn sich die Karagor nicht an meinen Bleichhäuten zu schaffen gemacht hätten. Ich muss herausfinden, wie man Karagor und Graugs lebendig einfangen kann. Komm schon, lass es doch einfach sein. Ja, ja, vergiss es. Du wirst niemals der Mädchenmeister von Durkheim. Hey. Du könntest allerhöchstens als Gehilfe des... Ihr Menschen seid so schwach. Zu sein. Gorod wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Gorod kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Gorod ist im Jägerlager. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Ein Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Gorod an die Arbeit. Unglaublich, dass sie in der letzten Schlacht mehr getötet hat. Mm-hmm.
Der Quartiermeister hat die Menschen mal wieder mit einem Brandeisen aus dem Schlaf geschreckt. Hab mich schon gefragt, was es mit dem Geschrei auf sich hatte. Das ist ein neuer Turm. Nein, ich weg. Bleib hier. Wir sind nah dran. Welcher von diesem Abschaum ist Gorath? Gorath. Das war kein starker Kampf. Radbeck, der Feigling. Hey, ihr zwei! Hey! Schlepp mir diese Leiche zurück zum Zelt. Ich hol mir eine Belohnung. Verzieh dich, Abschaum. Wir folgen nur den Befehlen von Gorath. Er ist die stinkende Leiche, die ihr tragen sollt. Jetzt los, los! Halt dein Schandmaul! Zeigt etwas Respekt, ihr garstigen Würmer! Sonst schneide ich euch die Ohren ab! Redback ist jetzt euer Hauptmann! Das muss ich mir ansehen. Ja, wenn ihr damit fertig seid, habe ich noch mehr Leichen für euch. Trefft mich an der Kreuzung. Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf verlieren. Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt, dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen. Yeah!
stirbt er gleich. I am the master of Karagoras. Eine Zitadelle des Lichts gegen die Schatten. Nice, nice. Okay, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen Cut. Und ja, es hat auf jeden Fall mal wieder so richtig Laune gemacht. Müssen wir erstmal gucken, ob ich abspeichern kann. Schönes Gemetzel. Speichert er automatisch? Wenn nicht, habe ich gleich ein Problem. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt davon, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter. Und Kritik bitte in den Comments. Ja? Ich will es halt irgendwo auch besser machen und da brauche ich natürlich auch eure Hilfe. Vielen Dank und bis bald.